Ist das lecker, so ein leckeres Waldmeister-Eis. Oh, was ist das denn jetzt? Weg damit, aber ganz schnell hier, hau ab. Oh, tut das weh. Oh, meine Zähne und mein Bauch. Oh, das tut so weh. Au, 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 au. Ich glaube, ich muss die Blumen düngen gehen. Hey, Draco. Na, wie geht's dir? Ah, es geht mir gar nicht gut. Ich hab Schmerzen im Bauch und die Zähne tun mir so weh. Oh. Ach, deshalb schreist du so? Ja, ja, das macht Sinn. Warum sollte ich denn sonst hier rumkrakeln wie ein kleines Baby? Ja, was weiß ich? Ja, aber erzähl mal, wodurch kommen denn deine Schmerzen überhaupt? Ich hab mir ein komplettes Waldmeister-Eis reingepfiffen und oh, jetzt hab ich Zahnschmerzen, Bauchschmerzen und ich hab dieses Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Ja, das ist ganz normal. Du aber, Nanu? Und was ist das hier? Ja, das ist mein Waldmeister-Süppchen. Das wollte ich mir auch noch reinpfeifen, aber das werde ich jetzt nicht mehr tun. Das tut so weh. Ja, da ist sicherlich auch Zucker drin, nicht wahr? Ja, was denkst du denn? Ja, du, kann das sein, dass du dich nicht nur überfressen hast, sondern auch viel zu viel Zucker intus hast? Was? Niemals. Aber ich glaube, du könntest recht haben. Ich werde aber jetzt auf Zucker verzichten. Aha. Nie mehr Zucker. Nur noch Brot, Wurst und Käse. Was gibt's da zu lachen? Hör auf zu lachen oder ich fress dich. Ist das angekommen? Ja, du, ich will dir ja nicht in deine Pläne reinfuschen, ne? Ja. Aber hier in Brot, in Wurst und in Käse, da ist überall Zucker drin. Selbst im Salz. Hm. Also, das wäre schwer, komplett auf Zucker zu verzichten. Also, da musst du dir was anderes einfallen lassen. Was? Wehe, du belügst mich, sonst friss ich dich. Dann bist du der Nächste auf der Speisekarte. Nee, du, das ist wirklich so. Ach, lüg doch nicht. Ja, also wenn du möchtest, dann erkläre ich dir das genau. Ja, das wäre gut. Ja, dann mach mal Platz da auf deiner Bank, damit ich mich setzen kann. Muss ich wirklich? Ich kann das erklären ja auch lassen, ne? Ja, komm, dann setz dich. Ich will ja nicht so sein, mach Platz. Ja, das ist nett von dir. Ja. So, also, dann erkläre ich dir das mal. Die Sache vom versteckten Zucker. Ja, so. Fang an. Also, das ist nämlich so. In den Süßigkeiten ist ja am meisten Zucker drin. Der Durchschnittswert der Deutschen liegt ungefähr bei 35 Kilogramm im Jahr pro Person, ne, was man an Zucker zu sich nimmt. Und das liegt auch unter anderem daran, dass in den meisten Arten von Brot, Käse, Wurst und ja, fast überall, sogar in manchen Arten von Salz, Zucker drin ist. Aber warum? Nun, einmal ist Zucker ein Geschmacksverstärker und er hilft dabei, dass Lebensmittel länger haltbar sind. Früher hat man auch Salz genommen, aber Salz wurde teurer und kostbarer und deswegen entschied man sich für den Zucker. Und mittlerweile sind auch viele Nahrungsmittel ohne Zucker gar nicht mehr herstellbar. Dennoch heißt es aufgepasst, denn zu viel Zucker kann auch sehr, sehr gefährlich sein. Da gilt wie immer, die Menge macht den Unterschied. Das ist aber interessant. Ja, war da ein bisschen platt, oder Draco? Ja, sicher. Und die Bauchschmerzen, die lassen jetzt langsam nach, aber ich habe immer noch verdammte Zahnschmerzen. Das ist natürlich blöd. Ja, das tut so weh. Du, was hältst du denn davon, wenn wir zum Zahnarzt gehen, wir beide? Was? Niemals. Den letzten habe ich gefressen, als er mir einen Zahn ziehen wollte. Du hast den Zahnarzt gefressen? Ja, klar. Ja gut, dann gehen wir halt zu einem anderen Zahnarzt. Ich weiß nicht. Ich habe so Angst vor dem Zahnarzt. Also, guck mal, ich bin ja auch mit dabei. Ich wollte sowieso mal meine Zähne überprüfen lassen. Was? Du willst mit mir kommen, ganz ehrlich? Ja, sicher das. Na, okay. Aber wenn der tut mir weh, dann fress ich euch beide. Oh, hau. Na, dann wollen wir ja das Beste für deine Zähne hoffen. Und für den Zahnarzt vor allem. Ich will das Beste für euch beide hoffen. Na, naja, dann würde ich sagen, auf geht's, wa? Ja, komm, dann gehen wir los. Genau. Du riechst lecker. Komm nicht auf falsche Gedanken.